Was ist zu beachten, wenn im Zuge eines Unternehmensverkaufs die Betriebsimmobilie mitverkauft wird? Dann ist zu prüfen, ist diese Betriebsimmobilie im Betriebsvermögen des zu verkaufenden Unternehmens oder nicht. Anhand dieses Beispiels möchte ich darstellen, was das für Unterschiede bedeutet in der Bewertung. Wir haben wieder beide Unternehmen gleich, beide gleich Ertragssituation, alles gleich. Die Immobilie ist angenommen mit einem Wert von 1 Million. Die Netto-Kaltmiete beträgt 50.000 per anno. Im Unternehmen A ist die Immobilie mit im Betriebsvermögen. So würde man also dieses Unternehmen erwerben, schaut man auf den Ertrag, multipliziert ihn mit einem Multiplikator beispielsweise von 6, kommt auf einen Unternehmenswert von 6 Millionen. Im Unternehmen B wäre dieser gleiche Ertrag um 50.000 gemindert, weil das Unternehmen B die Betriebsimmobilie nicht im Betriebsvermögen hat. Sie würde also Miete an den Besitzer der Immobilie zahlen. Deswegen haben wir hier einen Ertrag von 950.000, mal 6 würde dieses Unternehmen 5,7 Millionen wert sein. Hier haben wir also schon eine Differenz bei gleichem Unternehmen mit gleicher Immobilie von 300.000. Wie bereinigt man? Das Erste ist, dass man in diesem Bereich sich anschaut, dass der Ertrag um die drittvergleichsfähige Miete, in dem Fall die marktübliche Miete von 50.000, verringert wird. Hier werden auch wieder 6 mal 950.000 genommen, gleicher Wert 5,7 Millionen, genau wie hier. Das Zweite ist, hier würde die Betriebsimmobilie, wenn sie miterworben wird, zu einem Wert von 1 Million zusätzlich erworben werden. Also ergibt sich hier ein Gesamtwert Betriebsimmobilie und Unternehmen von 6,7 Millionen. Hier erst dann, wenn man die Immobilie, weil hier schon die Miete bereinigt worden ist, zuaddiert. Der Unterschied zwischen diesen beiden Formen ist, jetzt ist alles gleich, aber hier ist ein Unterschied. Hier ist die Betriebsimmobilie im Unternehmen. Und wenn sie voll abgeschrieben ist, würde es bedeuten, dass sie erst herausgekauft werden muss mit den steuerlichen Effekten der Versteuerung des Erlöses im Unternehmen. Das ist bei der Bereinigung mit zu berücksichtigen. Das Zweite ist, bei der Risikobeurteilung so eines Deals unterscheidet man zwischen dem Liegenschaftszins der Immobilie, der regelmäßig niedriger ist, und dem Kapitalisierungszins des Unternehmens. Also ist für die Risikostruktur des Deals dieser Unterschied zu beachten und auch bei der Finanzierung zu werten.